Ja, für meinen YouTube-Kanal. Wer war das denn? Der ist ja voll ausgerastet. Hey Leute und willkommen damit zu einem weiteren Video. Heute wollte ich eine Kleinigkeit ansprechen. Und zwar das Abo-Treffen, was diesen Samstag stattfindet in Bielefeld. Diesen Samstag bedeutet... Scheiße, ich habe gar kein Datum im Kopf. Heute ist der 30. 30. Donnerstag, 31. 1. ist Freitag. Am 2. Juni? Müsste der 2. Juni sein. Das Abo-Treffen am 2. Juni, das findet in Bielefeld statt. Auf Instagram habe ich schon angekündigt, ich kündige sowas immer noch deutlich früher auf Instagram an. Also falls ihr mal irgendwie sowas frühzeitiger wissen wollt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da erfahrt ihr sowas immer zuerst. Aber nichtsdestotrotz, das Abo-Treffen, das findet um 14 Uhr statt in Bielefeld. In der Nähe von IKEA ist der Standort, wo wir uns alle treffen. Und zwar nennt sich dieser Platz Gleisdreieck. Viele Bielefelder kennen das Gleisdreieck, weil da ab und zu Kirmes ist. Aber für die, die es nicht kennen, ich habe euch den Standort bzw. die Adresse auch nochmal in die Videobeschreibung reingepackt. Da treffen wir uns halt, wie gesagt, Samstag 14 Uhr treffen wir uns da. Geplant ist dann, dass wir, ja, wie gesagt, wir treffen uns da, dann quatschen gern halt um 14 Uhr, ich werde wahrscheinlich ein paar Minuten vorher da sein. Dann können wir gemeinsam ein bisschen alle quatschen, am besten halt, ich sag mal so, wir... Zum Quatschen und so sind wir vielleicht 1 bis 2 Stunden, also ich hätte mal gesagt Stunde, Pi mal Daumen, Stunde, anderthalb, so sind wir zum Quatschen dann da. Kann sich natürlich variieren, ne? Oh, der grüßt mich nicht, kein Bock. Das kann sich natürlich variieren, das kann ich schlecht sagen, wie lange man da zum Quatschen, Bilder machen, Autogramme, was auch immer ihr wollt. Ich bin für alles zu haben, meine Freunde. Dass wir das dann da machen, also deswegen ist es schon vorteilhaft. Ihr dürft, klar, ihr dürft mit Autos kommen. Ihr dürft auch mit Rollern kommen und Fahrrädern kommen. Aber die Tour, die wir dann anschließend machen, möchte ich aber wohlbemerkt sein, dass keine öffentliche Versammlung oder so. Also jeder, der kommt, haftet für sich selbst, falls irgendwas passiert. Keine Versammlung. Also nichts, nee, nee, nee. Wir sind einfach nur ein paar Leute, die wir uns zufällig da treffen, ne? Ja, also es wäre schon vorteilhaft, mindestens eine 125er zu fahren, dass ihr so, sag ich mal, auch auf der Landstraße dann noch mithalten könnt. Wir heizen da jetzt nicht wie die Irren oder so. Aber 100 km/h sollte kein Fremdwort für euch sein, damit ihr auch mithalten könnt, ne? Ja. Was gibt's da noch? Was gibt's da noch zu sagen? Überlege ich gerade. Eigentlich nicht viel. In Freiburg ist ja ganz schön was los sogar. Ja. Ich hoffe, ich sehe zahlreich Leute von euch. Würde ich natürlich sehr feiern. Ich habe natürlich für alle, die da hinkommen, Stoffbänder habe ich für alle dabei. Sticker ist. Ich nehme welche mit, ich habe aber nicht mehr so viele. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Sticker bekommen die, die zuerst auf mich zukommen und sagen, hey, ich brauche Sticker. Dann gebe ich auch erstmal rationiert raus für jeden 2 Sticker und gucke dann, wie viele da sind, weil ich habe keine Ahnung. Man kann das mal so schlecht kalkulieren, wie viele Leute dann wirklich letzten Endes erscheinen und wäre dann schade, wenn
ein paar Leute, also wenn dann einer viele Sticker bekommt und anderer gar keine, das ist dann blöd. Aber Stoffbänder habe ich für alle dabei. Ja, das wäre eigentlich alles, was ich so sagen wollte. Am besten ist es, falls sich irgendwas noch spontan ändern sollte, folgt mir auf Instagram. Da werdet ihr auf dem aktuellsten Stand sein. Wenn ihr mir da folgt und dann meine Story verfolgt, dann seid ihr up to date, dann wisst ihr, was abgeht. Falls irgendwelche, keine Ahnung, aus unerklärlichen Gründen irgendwie Verspätungen oder so auftreten sollten, dann wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es kommen zahlreich Leute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, dieser Motovlog hat euch gefallen. Ich habe ihn versucht, so kurz wie möglich zu halten, obwohl ich trotzdem, keine Ahnung, trotzdem einige Male Sachen wiederholt habe. Kannte der mich? Der hat geschrien, ich halt mal an. Der hat geschrien, oder? Hat er geschrien? Dreh ich? Oh Mann, gerade bei der Endcard. Wird hell gesagt, irgendwie so. Ich drehe mal. Kann man ja nicht einfach vorbeifahren, wenn jemand einen erkennt, ne? Hier bin ich noch nie reingefahren in diese Straße. Der hat definitiv geschrien. Hast du was gesagt? Was denn? Nee, nicht in der Stadt. Ja. Für meinen YouTube-Kanal. Ich dachte, der kannte mich. Awkward Moment! Wenn man so abgehoben ist wie ein Yamako, dann dreht man um, obwohl einen jemand nicht erkannt hat. Ich wollte eigentlich woanders hin. Egal, da muss ich mir gleich irgendwas suchen, wo ich abbiegen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüsseli! Achso, Leute, eine kleine Anmerkung. Ich kann keine Wheelies, aber keine Ahnung. Ich habe gerade einfach gesagt, ich bin nicht in der Stadt, wie auch immer. Ich kann keine Wheelies. Ich bin ein Noob. Aber ist doch nicht schlimm. Und dann direkt in der Stadt, da so, nee, das ist in der 30er-Zone, nee, das ist sowieso kacke. Solange man niemanden damit gefährdet, das irgendwo macht, worum es niemanden stört, ist das okay, aber so direkt in der City, die Dauerwheelen braucht halt nicht sein. Ja. We'll be right back.